Willkommen zurück zu A Farewell to Dark Souls. Wir sind im Moment immer noch in der Undead Burg bzw. Undead Parish unterwegs. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was zu erledigen. Und normalerweise würden wir uns ja jetzt in hier der Folge nach da oben zu dem Glockenturm begeben. Denn der Crestfallen Warrior hat uns ja gesagt, ey, geh mal da hoch zu dem Turm und läute mal die Glocke. Aber ich will hier den Playthrough ein bisschen anders machen. Boah, not good. Ich will zum einen komplett failen, wie man hier sieht. Das ist immer gut. Hollow Soldier's Armor. Ich glaube, die hatten wir schon, gell? So, Parry Try. Oh, nee. Diese komischen verzögerten Dinger da, die krieg ich nicht pariert. So, aber unser Speer ist mittlerweile recht gut, würde ich sagen. Also wir werden den Bossfight in jeder Folge noch nicht angehen. Ich will zuerst ein paar andere Sachen machen. Und zwar spezifisch er hier. Er muss sterben. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach eine der mit Abstand gefährlichsten Szenen in dem ganzen Spiel. Er hier nicht. Er geht. Er ist eigentlich nicht so ein großes Problem. Weil durch den Höhenunterschied trifft er uns nicht gut. Ja. Allerdings, wenn wir dann irgendwann mal unten angekommen sind halt, dann trifft er uns dann doch wieder recht gut. Ja, komm. Geh dich heilen. Geh dich doch heilen, Junge. Komm, spiel safe. So, aber die eigentlich gefährliche Stelle, von der ich gesprochen habe, die kommt jetzt. So, man sieht ihn nicht gut. So, jetzt macht er seinen lustigen Tanz. Und mit diesem Tanz bufft er alle Gegner in der Umgebung. So, und da kommen jetzt einfach... Oh Gott, er kommt auch. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wow. Er hat mich ge-one-shottet. Ach du Scheiße. Normalerweise bleibt er da stehen. Verdammt. Nur ein Dreckskerl. Okay. Haben wir dieses Gameplay-Feature von Dark Souls also auch mal erkundet. Sterben. Aller Voraussicht nach werden wir doch diverse Male in dem Spieldurchlauf sterben. Es gehört einfach irgendwie zu Dark Souls dazu. Ich habe damit in der Regel auch kein Problem. Also ich reg mich eigentlich nur drüber auf, wenn ich in Dark Souls sterbe, wenn ich so Bullshit-Tode sterbe. Also die Kamera dreht sich im genau falschen Moment und diese Sachen, die es ja auch bei Dark Souls einfach gibt. Aber sterben gehört bei Dark Souls eben tatsächlich einfach dazu. Insofern, wenn man damit nicht klarkommt, dass man halt auch mal in dem Spiel stirbt, dann ist Dark Souls halt wirklich tierisch anstrengend. Aber wenn man damit einigermaßen leben kann, kein Problem. Und ich versuche meine Contenance zu bewahren, auch wenn ich ein paar Mal... wow, jetzt, das ist Parrying. Das ist die Parry-Haltung, die er da hat, wenn er den Ding so seltsam da nach vorne hält. Dann versucht er uns zu parryen. Alter, der fängt ja jetzt schon an zu casten da hinten. Der Speer ist echt gut gegen hier den. Gerade. Der kann mich hier auch nicht parieren tatsächlich. Das ist halt echt cool. Ich meine, er kann es versuchen, aber es funktioniert halt nicht. Also was hier jetzt eben wirklich ein Problem war, dass der Channeler das hier selber auch angegriffen hat. Das passiert in der Regel nicht. So, genau. So läuft das nämlich normal. Aber er macht auch gerade seinen lustigen Tanz nicht. Ja, das ist ein... Hier die Szene ist ein bisschen random. Und das Problem ist halt einfach, es sind so viele, du verlierst einfach die Übersicht. So, jetzt hat er den Tanz gemacht, glaube ich. Wenn ich es richtig gehört habe. Und guckt euch mal an, wie viele Hollows es einfach sind.
Der Speer hilft natürlich enorm hier. Das muss man wirklich jetzt sagen. Der Speer ist richtig gut. Ja, oder wenn ich die helle Bade benutzen würde zum Beispiel. Es würde halt alles helfen, um an dem Gegner vorbei, an den Hollows erstmal vorbeizukommen. Das ist nämlich das Wichtigste erstmal. Und jetzt kümmern wir uns hier um ihn. Ich muss jetzt nur aufpassen, ich will nicht, dass er runterfällt. Weil... Wow, der schwebt so ein bisschen, cool. Habe ich so auch noch nicht gesehen bis jetzt. Ich habe wieder seitlich zu ihm gestanden. So, er respawnt nicht mehr, also haben wir das wahrscheinlich größte Problem, uns dem größten Problem entledigt. So, hier haben wir eine Seele, die hätten wir von da draußen aus auch sehen können. A large soul of a nameless soldier. Das ist ein relativ gutes Seelen-Item, sogar für den jetzigen Stand. Ich bin mir nicht sicher, war hier auch noch irgendwas? Ich meine, hier geht's zu den Gargoyles. Es ist klar, aber ich glaube, da oben ist nichts. Oh, wie langsam dreht man sich denn mit dem Schiff? Ist das normal? Wow. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. So langsam dreht man sich, wenn man das Schild oben hat? Wow. Das ist wirklich sehr... Oh, das ist ja noch gebufft von dem? Nee, oder? So, Parrying Stance... Ich glaube, den Sprungschlag könnte er theoretisch nicht parieren. Ich glaube ich zumindest. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also, ich kenne die Spiele gut, aber ich bin halt jetzt nicht so der mega detailversessene Spieler, der die kleinsten Kleinigkeiten in den Spielen halt kennt. Weil er weiß, ist, man kann... Wenn man sie unter die Hälfte bringt oder unter drei Viertel oder so, dann versuchen die ganz oft, Boulder Armor, awesome, ganz oft sich zu heilen. Und während sie sich heilen, kriegen sie mehr Schaden. Und dann musst du halt einfach dran gehen und den Todesstoß setzen. Boulder Armor. Die mag ich eigentlich so ganz gerne, wegen dem Cape. Armor worn by the Knights of the Ancient Kingdom of Balder. Also ein anderes Kingdom. Das sind Soldaten aus einem anderen Reich. It is made from thick iron plates. Balder was the homeland of the Night King Randall. But it came to ruin after a great many undead were spawned. So ein Night King Randall. Also gefühlt ist das auch so ein kleiner Verweis auf Demon's Souls mal wieder. Denn es gibt einen Lord Rydell. Also der Name ist halt so ähnlich, dass ich glaube, dass es vielleicht was miteinander zu tun haben könnte. Okay, das ist aber jetzt das mit dem kaputten Cape. Ändert nichts. Ich finde die Rüstung cool. Alas, it is too heavy for us. Bei Hollow Soldier haben wir... Makes it quite sturdy. Ja, old and battered. Also die... Das ist halt sowas, was ich auch echt cool finde. Man hat bei Dark Souls in Arealen... sehr oft das Gefühl, dass es einfach unendlich alt ist. Selbst für uns jetzt. Ich meine, es ist Mittelalter. Insofern ist es sowieso schon in gewisser Weise alt. Ja, den befreien wir. Und wir kriegen Humanity. Mein Mittelalter sowieso weit weg. Aber du hast auch so das Gefühl, weil überall von Ancient und Old und... Legends und Myths und überhaupt erzählt wird, dass alles hier unglaublich alt ist. Weit vor unserem Charakter ist hier alles entstanden. Auch die Wände, wie da geht einfach die ganze Farbe geht ab, die Steine zerbröckeln und so weiter. Das ist richtig cool. Oh, still human are you? Then I am in luck. Could you help me? Sure. Du siehst vertrauensselig aus. I shall open this door. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Only later.
Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Na gut. Jetzt, wo wir Dark Souls 3 ja schon kennen, wissen wir, dass Kareem im Speziellen in Dark Souls 3 eine immens wichtige Rolle einnimmt. Denn eines der Enden bei Dark Souls, ich spoilere das nicht für diejenigen, die das Ende vielleicht nicht kennen, aber eines der Enden bei Dark Souls 3 ist extrem stark mit handelnden Personen aus Kareem verwoben. Und das Ende ist eigentlich meiner Meinung nach das erstens mal von Lore-Perspektive her mit Abstand wichtigste und dadurch auch das interessanteste, weil es einfach die Welt, wie wir sie bis jetzt in Dark Souls kannten, komplett auf den Kopf stellt. Die Welt in Dark Souls funktioniert letztlich so ein bisschen in Zyklen. Zyklen der Zerstörung und Zyklen der Auferstehung sozusagen. Ähnlich eigentlich. Man könnte es vielleicht auch ein bisschen mit Mass Effect vergleichen. Wo das ja genauso ist. Also Zivilisationen steigen auf, werden immer fortschrittlicher und dann macht es auf einmal Zip und die Zivilisationen verschwinden. Und in der Welt von Dark Souls passiert das auch. Dieses Szenario wird meiner Meinung nach hauptsächlich vor allen Dingen in Dark Souls 2 beschrieben. Und in Dark Souls 3 sehen wir die Auswirkungen davon eigentlich sehr stark. Ganz am Ende im Speziellen. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Wir schauen mal, können wir den Speer verbessern? Oder hab ich den sogar schon auf Level 5? Ne, auf Level 4. 3 Titanite Shards. Ich glaube, die kaufe ich mir aber. Ich glaube, die kaufe ich mir erstmal. 3 Titanite Shards. Reinforced Weapon. Spear. So. Also den Speer haben wir jetzt schon mal gemaxt. Neither of us want to see you go hollow. Alright. Und normalerweise würden wir uns ja jetzt aufmachen in Richtung von den Gargoyles. Aber ich mache mich nicht auf zu den Gargoyles. Ich gehe jetzt erstmal. Dich habe ich gar nicht gesehen, du verdammtes Mistvieh. Ich hasse die Titanite Demons. Ich habe bis heute noch keine Ahnung, wie man die vernünftig besiegt. Es ist der schlimmste Gegnertyp in dem gesamten Spiel für mich. Weil die Hitbox von der Waffe von denen, die ist so für die Füße einfach. Alter! Jetzt aber! Really? 4 Schläge? Ja, das wundert mich jetzt. Ich hätte gedacht, Darkroot Garden. Und was total cool ist hier, man sieht von hier aus die Sonne nicht mehr. Hier unten ist es komplett dunkel. Da kommt nochmal einer. Ja, das ist der Doppelschlag, der ist gefährlich. Ja, 2 Schläge. That's what I like to see. Es ist echt cool. Und dadurch hat man... Wow, guck mal da hoch. Seht ihr es? Die Flügel? Den sieht man von hier aus, Mann. Da oben ist ein Boss. Was ich eigentlich zeigen wollte. Durch die Dunkelheit vermutet man, man ist irgendwie wo ganz anders. Aber wir sehen halt da oben die Mauer zum Beispiel. Also wir sind einfach nur viel, viel tiefer als eben. Aber wir sind noch komplett in dem gleichen Areal. Normalerweise müsste man von hier aus auch irgendwo, ich weiß nicht genau, wo sie ist, aber Sens Festung müsste man normalerweise von hier aus erkennen. Beispielsweise. Und ich finde einfach, die haben bei der Entstehung, wie sie die World designed haben in dem Spiel, so viel richtig gemacht. Wow. Hey.
Der Deakrot. Ja. Jetzt ganz vorsichtig. Hier können wir nämlich ganz leicht runterrutschen. Hup! Oh, Mist. Da sitzt nämlich noch einer von denen. Dammit. Mit der Waffe geht's nicht, ja? Ja. Oh! Der war noch nicht freigegeben. What? Okay. So. Da ist eine mysteriöse Tür. Locked by some contraption. Oh, und hier, das ist, die meisten Dark Souls-Spieler wissen das. Also eigentlich jeder Dark Souls-Spieler weiß das. Aber man kann es auch tatsächlich sehen. Da links am Rand sieht man das Schwert. Also da hinten dran ist ein Bonfire. Man kann auch erkennen, dass da eigentlich ein Bonfire sein muss, weil das ist halt ein Portal. Das sieht man. Also insofern. Genau, hier rechts lang will ich. So, und hier rechts ist eine Falle. Eine ziemlich miese Falle eigentlich. Das sind nämlich drei von diesen komischen Baumwesen. Die ich aber im Moment, ehrlich gesagt, noch gar nicht triggern möchte. Ja, und das Areal hier ist halt auch mega cool einfach. Da vorne liegt irgendwie so ein Riesenkörper. Und wie dunkel es hier einfach ist. Und die Bäume, wenn man sich die Bäume mal so anschaut, also nicht den da, der ist halt noch merkwürdiger. Aber die Bäume hier sind alle irgendwie so seltsam vermoost und haben so eine schwarze Rinde irgendwie. Sehen alle so ein bisschen ausgehöhlt und kaputt eigentlich aus. Und hier, wenn man genau hinsieht, erkennt man, der Baum bewegt sich. What? Boah, ja, aber richtig gute Def-Werte gegen Thrust scheinbar. Rupp. Okay. Dann verfolgen wir mal diesen semi-geheimen Part. Pfad, sollte ich sagen, statt Part. Oh. Und die Dinger sind Mistviecher. Wah! Hat der mich getroffen? Eieiei. So. Einfach drumherum laufen, wie eigentlich quasi bei jedem Dark Souls-Gegner. Drumherum laufen und in den Rücken stechen. 90% der Gegner in Dark Souls kann man auf die Art und Weise töten. So, und der Baum, der dreht sich halt sogar. Also, das hier ist jetzt überhaupt kein Geheimnis mehr. Kann man an dem vorbeilaufen? An dem kann ich sogar vorbeilaufen, krass. Ich dachte, den müsste ich auch vernichten, aber nein. An dem könnte ich einfach vorbeilaufen. Ah, das ist auch sowas. Also hier in diesem Darkroot Garden geht irgendwas ganz Merkwürdiges vonstatten. Irgendwas ist hier im Wasser, sozusagen. Und lässt diesen ganzen Wald irgendwie komplett erstens mal verseuchen. Und es belebt halt teilweise sogar die Tiere und die Bäume wieder und modifiziert sie und macht sie zu irgendwelchen merkwürdigen Monstern. So, an den traue ich mich noch nicht so ganz richtig dran. Wir müssen nämlich hier erstmal einen Ambush loswerden. So, Ambush. Ja, wir sind halt echt nah beieinander. Ich weiß nicht, wie stark der Angriff gegen meine Stamina ist. Das ist halt jetzt die Frage so ein bisschen. Deswegen müssen wir hier tatsächlich vorsichtig sein. Uff.
Oh, du hast dich aber jetzt aber. Das Autolockern hat gerade mal wieder hervorragende Dienste geleistet. Nochmal, komm! So. Du hängst fest, eh? Ja, ja, hängen geblieben. Tschüss. Also es waren ursprünglich mal Frösche, würde ich sagen, aber man sieht da eben auch diese komische schwarze Schicht oben drüber. Und bei Dark Souls 3 beispielsweise gibt es einen Boss, der auch an seiner Rüstung so diese komischen schwarzen Spuren hat. Es könnte auch sein, dass die Frösche einfach so aussehen, von früher. Aber ich weiß nicht, irgendwie hier in Darkroot Garden, ich vermute halt immer, dass das irgendwas mit der Dunkelheit zu tun hat. Da sitzt noch einer. Bei dem müssen wir aufpassen. Ich denke mal, der kann uns vielleicht sogar hier, wenn ich nicht aufpasse, runterwerfen. Also ganz vorsichtig. Noch so eine kleine Notiz vielleicht zu dem Playthrough hier. Also, wir wissen ja alle, Dark Souls hat geile Bosse. Da brauchen wir ja nicht mehr drüber zu reden und jeder redet eigentlich nur über die Bosse von dem Spiel und wie schwierig die sind und so weiter. Aber, dass das Spiel halt so viel mehr noch hat als nur coole Kämpfe gegen riesige Bosse, es wird dann manchmal so ein bisschen vergessen und ich will mich mehr so auf die Charaktere und die Welt fokussieren, in der die Bosse natürlich einen relativ bedeutenden Anteil haben, aber sie sind halt einfach nicht alles, was in der Welt ist. Hier müssen wir jetzt mal gucken, wie das läuft. Wow, da kam noch einer. Und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt können wir uns nämlich nicht mehr bewegen. Vorübergehend, so. Oh, immer noch nicht. Ich hab gerade gedacht, der Zauber wäre weg. Weil der Höhenunterschied hilft hier. Wie wir sehen. Jetzt ist es weg. Ja, schauen, dass wir wieder in den Rücken von ihm kommen. Ja, jetzt macht er wieder seine Serie hier. Ja, er stößt uns sogar ein bisschen zurück damit. Wow. Ja, es ist halt... Hier an der Stelle, es ist so eng. Aber, wie gesagt, man muss halt immer versuchen, in dem Rücken von den Jungs zu... Wow, da ist ja der Nächste. Kam ja jetzt doch auch noch. Autsch. Ja, Damage Reduction ist auf dem Schild nicht gut. Das ist das Problem. Oh, jetzt nicht übertreiben, nicht zu gierig sein hier. Und ich werde jetzt einfach versuchen, hier mehr oder weniger dasselbe zu machen wie eben gegen ihn. Einfach den Höhenunterschied ausnutzen. Bis... der Zauber, dieser kleine Kringel da um mich drumherum einfach weg ist. Ja, da ist es weg. Und jetzt können wir ihn angreifen. Aber sie sind halt einfach super langsam, also insofern. Wobei ich halt aufpassen muss, ich denke, die können mich one-shotten. Bin mir nicht sicher, ob sie mich one-shotten können. Aber ehrlich gesagt, ich vermute es. Und es ist halt wirklich hier gefährlich an der Stelle. Wegen der Enge der Map. In den Schlag bin ich jetzt mehr oder weniger einfach reingelaufen, freiwillig. Das war jetzt nicht so. Und whoop. Down. Alright. Hier ist eines der essentiellsten Items meiner Meinung nach in dem gesamten Spiel. Wolf Ring. Boosts Poise. One of the special rings granted to the four knights of Gwyn. The Wolf Ring belongs to Artorias the Abysswalker. Artorias had an unbendable will of steel and was unmatched with a greatsword. So. Und Poise, das heißt, wir können, also, wenn man kein Poise hat, dann wird man halt von jedem Schlag so ein bisschen gestunt. Und das ist nicht gut. Das hilft halt überhaupt nicht. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich den Sprung schaffe. Der Sprung hier ist nämlich auch irgendwie ein bisschen tricky. Manchmal hat man da nämlich so einen ganz ungünstigen Frame-Drop, der einen halt hier komplett aus der Bahn wirft. Insofern, aufpassen. So,
wie gesagt, wenn man geringe Poise hat, dann wird man halt von jedem Schlag mehr oder weniger so ein bisschen gestunt und kann kurz nicht ausweichen. Im Speziellen eben, wenn man leichtgewichtig unterwegs ist, wie ich im Moment. Insofern ist der Wolfring halt im Speziellen für Charaktere mit leichter Rüstung interessant. So, dann gehen wir jetzt erstmal den normalen Pfad hier weiter. Die Falle werde ich übrigens immer noch nicht auslösen, das mache ich auf dem Rückweg, denke ich. Das ist für mich im Moment am sichersten. Ich muss halt echt ein bisschen safe spielen, weil ich noch nicht so viel Wit habe. Und ja. Wie gesagt, es ist mir. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich in dem Spiel sterbe, aber ich will es halt nicht unnötig darauf beschwören, dass ich sterbe. Insofern. Also übrigens auch ein ganz netter Hinweis hier, wenn man dem Pfad von den leuchtenden Blumen hier folgt, dann kommt man quasi in diesen Turm hier rein, ohne Kontakt mit einem Gegner zu haben. Hier in der Mitte zumindest mal von denen. Einen von diesen Stone Golems muss man erwecken. Der liegt nämlich da vorne. Aber das wollte ich euch nochmal gerade zeigen. Hier rechts, wo ist er? Hier rechts ist auch irgendwo so ein kleiner Seitengang, wo man eine Waffe findet. Eine recht interessante Waffe, wenn ich mich nicht völlig täusche sogar. Und hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie man die Gegner am besten pullt. Ich weiß die Aggro-Range im Speziellen von dem Golem nicht. Aber hier sind von diesen Baumwesen welche. Und zwei Golems. Ha. Okay. Die Mistkerle triggern erst, wenn ich an das Item dran gehe. Ist aber auch ernsthaft. Na gut. Dann ziehe ich den mal lieber ein Stück hier runter. Der Framerate ist hier nicht besonders toll. Ja, kann man auch an vielen von seinen Angriffen kann man halt einfach vorbeigehen. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt können wir nicht mehr einfach vorbeigehen. Nicht vergessen hier auch dann zwischen den Schlägen zu unterbrechen, das Blocken, damit die Ausdauer eben auch Zeit hat, sich zu regenerieren. Was hier auch gefährlich ist, das bisschen Wasser da, das reicht sogar, um uns ein bisschen langsamer zu machen, sodass wir einfach nicht einfach an ihm vorbeigehen können. So, tschüss. Normalerweise würde ich ja in diesen Momenten sagen Schlitz, aber ich glaube, heute bleiben wir eher bei Peaks. So, das ist eine nasty Trap hier. Es ist nasty. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie ich das vernünftig löse. Kann ich irgendwie... Aha. Ja. Weg hier. Erstmal die Bäumchen hier. Na, vorbeigehauen. Okay, heilen. Ah, jetzt ist der... Oh, ich sehe nicht, wo ich bin. Nicht gut. Okay. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Oh! Hat mich das Targeting-System fast gescrewt, ey. Eieiei. So. Oh! Okay. Gelegenheit finden zum Heilen. Uff. Ja? Intense Dark Souls. Es ist halt auch einfach cool bei dem Spiel. Selbst nach so vielen Jahren Spielzeit und Playthroughs und überhaupt, das Spiel bleibt einfach mega intens. Also wenn ich es richtig gesehen habe, wir dürfen normalerweise
Was war das denn für ein Geräusch? Oh ne! So ein fucking Frog! Oh, stirb! Oh Gott! Oh, Alter, jetzt habe ich den jetzt hatte ich den Frosch auch noch geaggrot. Eieiei, Glück gehabt, dass der hier nur nebenbei gestanden hat und hat nichts gemacht. Eieiei. Alrighty. So, sind da drüben noch welche? Das sind noch welche. Das sind noch zwei. Die kommen bestimmt, wenn ich das Elite Knight Stuff. Nee, die kommen nicht. Cool. Ah. Dankeschön, Dark Souls. Das war sehr freundlich. Dann schauen wir doch mal. Was sagt denn... Boah, ich habe so viel Kram hier ausgerüstet. Brauche ich alles gar nicht. So, Elite Knight Stuff. Armor of a Nameless Knight. Perhaps an Elite Knight of Astora. Ja, das ist der Ritter, den wir im Undead Asylum gesehen haben. Der trägt das Outfit hier. Based on the fire warding heraldic symbol on its blue surcoat. Although he was loath to give up on his undead mission, he perished at the undead asylum and went hollow. Ja, was ich jetzt nur nicht weiß, ist, warum liegt dann sein Stuff hier rum? Das ist halt die Frage. Aber das ist so ziemlich das coolste Outfit eigentlich, was es in dem Spiel gibt. Es ist nämlich so mehr oder weniger eine Mischung aus klassischem Ritter mit dem Helm. Und aber so ein bisschen Abenteurer auch ist da drin. So ein wandernder Abenteurer. Weil es ist relativ viel Stahl zwar schon dran, aber dann in der Mitte so diese Stoffteile. Das sieht halt sehr nach Abenteurer aus. Und deswegen, die Rüstung ist sehr, sehr cool. Aber zu schwer. Sehr coole Rüstung. Auch wirklich gut, sag ich mal, für Heavy Builds. Also, oder für Krieger halt. Denn die Rüstung hat wirklich gute Defensivwerte. Und man kann wirklich weit, bis weit in das Spiel rein, diese Rüstung nehmen. Speziell, wenn man sie auch noch levelt. Und jetzt hier, da liegt ein Item. So, und das haben wir gehört. Ich hab dich gehört. You can't surprise me. Noch ein dritter. Hey. Das war ein stärkerer. You can't surprise me. I am fully prepared. So, und was da aussieht, wie vielleicht Äste. Also wenn man weiß, was es ist, dann erkennt man es halt. Aber das sieht aus, als wenn da so Äste über dem Item hängen. Das sind aber keine Äste. Und ich habe die schlechteste Waffe ever. Diese verdammten Schlangen hier. So. Ich habe mich genau in der Mitte von den zwei Köpfen durchgeschlagen. Partisan. Ja, das ist eine ähnliche Waffe wie die wir im Moment hier schon haben. Ähnlich wie der Speer. Spear with blade attached to broad point. Boasts long reach and can slice. The wide range of this spear makes it adaptable to many situations. Its strength lies in its length, but in cramped quarters this backfires and slices ricochet off the walls. Wir gucken mal gerade. Also ich habe nicht genug Stärke, um es so zu benutzen. Aber ich kann es eben zweihändig benutzen. I can't. Oh. Ach so, ich hatte da oben das Ding noch. Ja, also man sieht aber die Art und Weise, wie man zuschlägt. So, also mit zweihändig ist es halt dieser Speerschlag. So, aber die R2-Attacke ist halt so ein Seitwärtshieb. Und das macht die Waffe eigentlich sogar interessanter als den Speer. Denn der Speer kann halt wirklich nur zustechen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn Gegner ausweichen, zugegeben die NPC-Gegner, also die normalen Gegner in dem Spiel, weichen eigentlich recht selten aus.
Insofern fällt es da nicht so ins Gewicht, aber als PvP-Waffe ist hier das Ding halt echt nutzlos. Ja, ich wollte dich zwar gar nicht ärgern, aber gut, might as well. So. Jetzt aufpassen, ich darf hier nicht zu weit nach hinten gehen. Nicht, dass ich hier... Uff. Ja. Nicht gut. Boah, der bricht durch, ja. Oh, regeneriere dich. So, hier wäre zum Beispiel ein guter Punkt gewesen, um die Green Blossoms mal einzusetzen. Uff. Ich finde es halt echt mega anspannend, gegen die Jungs hier zu kämpfen. Eben wegen der Reichweite. Und man sieht halt manchmal, diese Schläge haben ganz überraschende Hitboxen so. So. Down! So. Ich glaube, wir müssten hier jetzt die Gegner soweit haben. Bis auf den einen. Den ich aber jetzt noch nicht mache. Ich gehe nämlich jetzt erstmal nochmal am Bonfire ruhen. Und ich werde mich auch mal de-hollowen. Wir sehen uns dann wieder bei dem letzten verbleibenden Golem. So, und hier sind wir wieder. Und wie gesagt, da vorne ist ein Golem. Was hier aber auch ist, ist ein Summoning Sign. Wow, der Akku hat noch nicht mal. Cool. Witch Beatrice. Hey, Sister. Yeah, just kill it. Wham! You got nothing against Witch Beatrice. So, come at Witch. Auf geht's, Beatrice. Let's do this. Sieht man von hier aus? Ja, da oben. Wegen ihm haben wir Witch Beatrice dabei. Let's do this shit. Ja, ich hoffe mal, dass das einigermaßen funktioniert jetzt, weil ich bin echt mega schlecht gegen diesen Boss hier. Beatrice, do something! Wow. That was a nice hit. Muss halt vor allen Dingen aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Okay, da hatte ich jetzt ein bisschen Schiss, dass mich das one-shotten könnte. Wow. Oh, in den Rücken. In den Rücken hat mich das verdammte Ding getroffen. Oh, jetzt kommt er runter. Beatrice, lass doch gerne helfen, wenn du möchtest. Do your thing. Thank you, Beatrice. Girl, that was awesome. Wie verdammt schwierig. Also ich finde den Moonlight Butterfly, ich kann den wirklich überhaupt nicht gut. Aber mit Witch Beatrice einfach nur mega easy. Einfach her. Komm, weg mit dir. Tschüss. Witch Beatrice, man. Die ist echt richtig stark.
weiß nicht, was sie auch schon für Zauber hat. Da war irgendwie Homing Soul Mass war da dabei und es könnte sogar ein Soul Spear einmal dabei gewesen sein. Nice stuff. Oh, jedenfalls der Grund, warum wir hier hin wollten, ist dieser mysteriöse Schmied hier, der genauso aussieht wie Andre of Astora. So. Muss wohl irgendein antiker Schmied hier aus Darkroot Garden gewesen sein. Und der hat einmal Watchtower Basement Key und Divine Ember. Und ein Homeward Bone. Nice. Und jetzt gucken wir uns mal hier gerade um. Was können wir denn von hier aus erkennen? Von hier aus sehen wir eigentlich nicht wirklich viel. Curious. Liegt das vielleicht an der PlayStation-Version, dass man hier nicht wirklich was sieht? Oder sind die Burg ist die eher da drüben wahrscheinlich, ja? Die ist hinter diesem Felsen. Ja. Das war praktisch alles, was wir hier tun wollten. Und deswegen bohnen wir uns jetzt hier auch mal raus. So, also insofern ist das wirklich richtig nützlich. Hier sollte man Humanity haben, weil man kann den Moonlight Butterfly so einfach umbringen, wenn man Witch Bear Cheese dabei hat. Ihr habt es ja gesehen, ich habe ihm nicht wirklich viel Schaden gemacht, aber das Ding ist trotzdem irre easy einfach umgefallen. Wir können jetzt Level Up machen. Ich werde auch erstmal noch weiter auf... Stamina 20 ist auch schon mal gut. Achievement Slot 2, das finde ich auch gut. Also ich will hier in Dex Int-Build draus machen. Soul Reaper Lilith. Dann machen wir jetzt auch mal eins schon mal auf Int nochmal. Ja. Ja, komm. Vitality machen wir auch mal eins hoch. So. Level 22. Hell yeah. Das müsste sogar reichen für noch ein Level-Up, oder? Wenn ich die Soul-Items... Ich habe ja hier zwei relativ gut. Also Proud Knight, das reicht dicke dann. Ja, das reicht sogar hiermit. Alright. Jetzt ist die Frage, machen wir Dex? Machen wir Int? Oder machen wir... Endurance weiter. Ja, Endurance kann man halt echt nicht genug haben, weil mit genug Endurance, erstens mal wegen der Equip Burn, dass wir immer leicht bleiben, das ist das eine. Das andere ist, du kannst halt dann so viel Damage einfach wegblocken. Das hilft schon enorm. Ja, ich glaube, ich guck mal, dass ich Wit vielleicht auf 15 hochsetze. So, wie dem auch sei, das war alles, was wir heute in der Folge machen wollten. In der nächsten Folge machen wir immer noch nicht die Gargoyles. In der nächsten Folge werden wir uns wohl in die Lower Undead Burg begeben. Also bis dann. Ciao, ciao.